Flugangst? Nö. Condor fliegt. Das ist die Schlagzeile, die wir aktuell geben können. Ja, Montag haben wir es erfahren, dass Thomas Cook pleite ist. Kurze Zeit später haben wir es erst verstanden, dass davon auch Condor betroffen ist. Und auch wir. Und sozusagen auch wir. Wir haben einen Flug gebucht nach Mauritius und zum Glück keine Pauschalreise. Haben dann jetzt jeden Tag die Schlagzeilen der Presse verfolgt. Und gebankt. Und gebankt. Und auf der condor.de-Seite war dann immer so ein Nachrichten. Feld zu sehen, wo dann hieß, alle Flüge planmäßig. Das war schon mal sehr positiv. Dann hat man ja von der Bundesregierung und der hessischen Regierung gehört, dass die positiv einem Kredit zustimmen, so dass Condor einfach weiterfliegen kann. Ja, jetzt ist es soweit. Wir sind hier am Gate B42 und es ist ein schönes Gefühl, dass wir unseren Urlaub antreten können. Zumindest kommen wir wahrscheinlich schon mal hin. Also wir kommen auf jeden Fall hin und so wie die Nachrichten sind, kommen wir auch wieder zurück, weil das nächste halbe Jahr scheint ja für Condor-Flüge gesichert zu sein. Ansonsten bleiben wir dort. Ja, das wird spannend. ja, also von daher, wir warten jetzt, dass wir hier in den Flieger reingehen können. Das wird noch ein Momentchen dauern. Bis jetzt hat alles extrem gut geklappt. Selbst die Sicherheitskontrolle hat mich diesmal nicht auf Sprengstoff untersucht. Obwohl ich mittlerweile so ein Rauschebad trage, hätte ich gedacht, uiuiui, das wird ganz knapp. Aber anscheinend sieht es sehr familiär aus. Ne? Ja, scheinbar bin ich dadurch noch reifer geworden. Ja, keine Ahnung, hat auf jeden Fall super geklappt. Jetzt freuen wir uns auf den langen Flug. Nee, eigentlich nicht. Nicht wirklich, aber... Wir sind gespannt auf den Bordservice. Was gibt's zu essen, was gibt's zu trinken? Ja. Nicht viel. Wir gucken einfach mal, lassen uns überraschen und melden uns dann im Flugzeug oder nach der Landung wieder. Je nachdem, wie es passt, kommt mit. Genießt mit uns Mauritius. Wir freuen uns auf Mauritius und auf euch. Bis dann. Ciao. Tschüss. Erste Nacht sehr gut verbracht. Das Apartment ist toll. Es ist eine schöne, einfache Wohnung, aber alles ist drin. Ja, wir leben hier mittendrin bei den Einheimischen, so würde ich es mal nennen. Keine öden Hotels, sondern wirklich hier, wir kriegen alles mit. Und alles mit heißt auch Hunde, Hühner, Vögel. Wir sind live dabei. Noch eine kurze Anmerkung zu unserer Anreise. Wir hatten ja extra XL-Sitze gebucht bei Condor. Das ist aber leider in die Hose gegangen. Ich habe mich echt 12 Stunden quälen müssen bei diesen kleinen Lilliputaner-Sitzen. Aber wir sind froh, dass Condor überhaupt geflogen ist und dass wir überhaupt an unserem Urlaubsort hier in Mauritius angekommen sind. Von daher wollen wir uns mal nicht beklagen. Ja, unser Vermieter ist auch gleichzeitig so ein bisschen unser Local Guide. Das haben wir uns so gewünscht.
Und das hat er gestern schon ganz gut gemacht. Wir waren dann gestern mal einkaufen, sodass wir die erste Grundausstattung bekommen haben. Wasser zum Frühstück und so weiter. Und ja, Mauritius überrascht mich, wie strukturiert das hier alles ist. Es ist alles total aufgeräumt. Ja, und es ist total Multikulti, was wir dann gestern Abend auch mit unseren Vermietern erleben durften. Wir wurden nämlich Klapfenessen eingeladen für den. Das war saulecker. Ja, ich habe so ein bisschen das Chili probiert. Das war so eine kleine Chili-Paste, die die Dame des Hauses angerichtet hatte. Und ich wurde schon ein bisschen gewarnt, sie behutsam zu nehmen, was ich auch gemacht habe. Wirklich nur eine Messerspitze nach der anderen. Aber es war sauscharf, aber saulecker. Und von daher, ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir werden mal die Gegend hier erkunden. Genau, wir haben gestern den Strand gezeigt bekommen, das war schon mal ein schöner Eindruck. Ja, da wollen wir jetzt mal hinlaufen. Das sind so ungefähr 1,5 Kilometer, die wir jetzt zurücklegen werden. Und ja, auf geht's, kommt einfach mit.